nass. Die Tigerentenclub Sommerspiele 2017. 9 Hindernisse, 12 Kandidaten und 2 Moderatoren, Mushta und Johannes. Hallo und herzlich willkommen. Hallöchen. Schön, dass ihr da seid. Endlich ist es wieder soweit, die Tigerentenclub Sommerspiele 2017. Es heißt krass nass. Mushta und ich freuen uns riesig, dass wir dabei sind. Wir haben lange darauf gewartet und wir können euch sagen, der Parcours ist der Hammer. 9 Hindernisse und jeden Tag bauen wir daraus einen noch krasseren Parcours. Und jeden Tag muss uns leider ein Spieler verlassen und am Ende gibt es dann einen Gewinner und unsere 12 Spieler, die stehen auch schon in den Startlöchern. Wer gewinnt, wer scheidet aus, wir sagen es euch, hier sind Vicky, Gina, Johanna, Niklas, Tim, Selim und Franzi, Jojo und Lea und natürlich Silas, Ben und Tobias. Herzlich schön, dass ihr da seid. Willkommen bei krass nass 2017, ihr Lieben. Das sind unsere mutigen Kandidaten. Ihr seid auch schon bestens ausgestattet. Ihr habt einen Helm auf, eure Ellbogen sind geschützt, Knieschoner sind am Start, denn das Ganze hier wird kein Spaziergang. Mushta und ich, wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen. Wir wissen auch, dass ihr euch sehr gut vorbereitet habt. Zum Beispiel der Tim ist tatsächlich jeden Tag 14 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. Boah, das ist ja der Hammer. Und Vicky, die ist überzeugt, dass sie es auf jeden Fall in die Top 5 schaffen wird. Und der Ben, der ist so typisch Junge, der sagt, es gewinnt hier bei krass nass auf jeden Fall ein Junge. Wer auch immer es sein wird, der Gewinner, der bekommt einen ganz besonderen Preis. Mit eurer Familie geht's nämlich ins Phantasialand. Ein schönes Wochenende, 2 Tage im Hotel und jede Menge Action. Und auch im Phantasialand kann es ganz schön nass werden. Jetzt wollen wir euch nochmal ganz kurz erklären, was heute auf euch wartet. Ihr wisst es ja, wir küren einmal den Tagessieger, aber leider muss uns auch immer ein Kandidat verlassen. Tja, und da das ein anstrengender Tag für euch wird, dürft ihr euch jetzt erstmal hinsetzen und Platz nehmen. Macht es euch gemütlich, aber der Strandkorb, der muss noch frei bleiben. Genau, da nimmt nämlich immer unser Tagessieger Platz, den wir erst noch küren werden. Und während jetzt die Kandidaten ein bisschen chillen, können wir euch vielleicht zu Hause verraten, ihr könnt natürlich auch was gewinnen bei uns. Ja, geht doch mal auf krassnass.de und gebt euren Tipp ab, wer von den 12 Spielern hier gewinnen wird. Und unter allen, die auf den richtigen Gewinner tippen, verlosen wir... Eine Eisluftmatratze, die könnt ihr abstauben. Ihr erfahrt nach der Sendung, ob ihr gewonnen habt. Ich glaube, unser Kommentator, der hätte auch gerne so ein Eis. Hm? Das glaube ich auch. Er ist wieder am Start, unser Lieblingskommentator Martin. Hallo Mushta, hallo Johannes. Es geht endlich wieder los. Krass nass 2017 und ich freue mich riesig, die spannenden Wettkämpfe für euch kommentieren zu dürfen. Sehr schön, dann lasst uns doch mal den heutigen Parcours anschauen. Bist du bereit, Johannes? Meinst du, ich muss den testen? Nein. Nein, natürlich nicht. Wir haben nämlich einen echten Superhelden eingeladen, der das auch dieses Jahr wieder für uns macht. Hier ist Captain Krass-Nass! Schön, dass du dieses Jahr wieder dabei bist. Ich sag mal... Achtung, fertig, Krass-Nass! Es geht wieder los, krass nass 2017. Und das erste Element, das ist gleich ein neues Element, die Schlitterbahn. Nach oben geht es zu Fuß, nach unten auf einem Gummiring und da ist es vollkommen egal, wie man es macht. Captain macht das mit der Bauchtechnik, das ist vollkommen in Ordnung. Dann geht es rüber zum Monsterpool. Das ist eine ganz schön wackelige Angelegenheit, hoppla. Wenn man runterfällt, darf man bis zum Ende schwimmen. Wenn man oben bleibt, muss man die letzten beiden Matten auf allen Vieren krabbeln. Das ist die Regel, sonst gibt es Strafsekunden. Und dann nur noch die Treppe runter und zum Buzzer. Ins Ziel. So geht das, Captain. Vielen Dank fürs Vormachen. Jetzt sind natürlich unsere Kandidaten dran. Und an Tag Nummer 1, da wird natürlich gelost, wer muss zuerst dran. Die Entchen entscheiden im Wasser. Unser erster Kandidat oder Kandidatin, der Tobias. Tobias, wie hast du dich denn eigentlich auf krass nass vorbereitet? Wie sah dein Trainingsplan aus? Ich bin jeden Tag Trampolin gesprungen und habe oft mit meinen Freunden gespielt. Das heißt, du bist topfit und startklar? Ja. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Ich bin sehr gespannt, wie schnell du unseren ersten Parcours heute bewältigen wirst. Wir haben eine Schiedsrichterin, die wird mitlaufen und sobald sie die Fahne hebt, sind da Strafsekunden. Das passiert natürlich nur, wenn irgendwas schief geht. Achtung, fertig, krass, nass! Tobias ist also der erste Kandidat der neuen Staffel von krass nass und wir sind alle gespannt, welche Zeit er hier vorlegen kann. Er macht's nicht wie der Captain, nicht auf dem Bauch, nein, er nimmt die coole Knietechnik, warum auch nicht. Und dann geht es auch für Tobias zum ersten Mal zum Monsterpool. Und das macht er klasse, viel besser als der Captain.
Und hier alles korrekt, die letzten beiden Matten auf allen Vieren. Das wird eine richtig gute erste Zeit. Auf die Matte, da! Stark gemacht, mein Lieber! Bei der Schlitterbahn, habe ich gesehen, hast du ein bisschen gebremst am Anfang, aber dann beim Monsterpool Vollgas gegeben. Wie war es für dich? Ging. Bitte einmal losen, wer nach dir ran darf. Da steht welcher Name drauf? Johanna. Johanna, viel Spaß. Johanna, du rennst regelmäßig bei Cityläufen mit. Wie ist es da bisher so für dich gelaufen? Also das ist einfach jedes Jahr so. Also dieses Jahr jetzt bin ich 9. und 5. in meiner Altersklasse geworden. Und das ist halt voll cool da, weil ja. Und welchen Platz wirst du bei Krassnass belegen? Ja, das kann man ja noch nicht wissen, aber ich hoffe, ich werde mindestens Top 5. Mindestens Top 5, das kriegst du mit Sicherheit hin. Liebe Johanna, mach dich bereit, ich drück dir die Daumen. Achtung, fertig, krass. Krass! Ob es bei diesen Cityläufen auch so glitschige Schlitterbahnen gibt? Man weiß es nicht. Aber das sieht bis jetzt sehr souverän aus von Johanna. Entscheidet sich auch für die Sitztechnik. Kriegt dann noch eine kleine Schaumpackung ab. Aber das wird sie nicht behindern auf dem Weg zum Monsterpool. Ihr größter Wunsch ist es ja, mal fliegen zu können. Aber wer will denn fliegen, wenn man übers Wasser laufen kann? Krasse Leistung von Johanna. Nicht reingeplumpst. Das wird auch eine gute Zeit. Ah. Boah, Gas gegeben. Johanna, gut Schaum abbekommen. Hat Spaß gemacht. Es war voll cool. Es war voll witzig, weil am Ende von der Schlitterbahn bin ich halt so einmal voll durch den Schaum. Und es war so voll weich. Das hat sich voll cool angefühlt. Du bist einmal so voll abgetaucht. Ging einmal komplett runter. Gab Wahnsinn. 33 Sekunden. Das heißt für dich, Johanna, aktuell Platz 2. Lost du mir den nächsten aus, bitte? Gina. Du bist unsere dritte Kandidatin heute bei Krassnass. Und du sagst über dich selber, ich bin nicht klein, ich bin ein Konzentrat. Das musst du mir erklären. Also es bedeutet, dass in mich alles reinpasst, was wichtig ist und der Rest bleibt halt draußen. Boah, das klingt großartig. Was ist denn so alles wichtig? Sportlichkeit, dass man eine gute Ausdauer hat und dass man hauptsächlich hier Spaß hat. Das klingt großartig. Also genau das richtige Paket, um Krassnass zu gewinnen, würde ich sagen. Ja. Würde ich schon gerne. Mach dich bereit, liebe Gina. Es geht los für dich. Achtung, fertig, krass, nass! Gina, das selbsternannte Konzentrat. Also sowas habe ich auch noch nicht gehört. Aber in den ersten Sekunden hier zeigt das Konzentrat eine konzentrierte Leistung. Einmal mit dem Kopf durch das Schaumbad. Geht's auch für sie über den Monsterpool. Geht früh in den Krabbelmodus, aber hat das gut bewältigt. Gina! Mensch, Meier, komm mal zu mir. Du hast was gemacht, das haben wir bisher noch nicht gesehen. Und zwar die erste, die bei der Schlitterbahn gesagt hat, hey, ich schmeiß mich auf den Reifen, kopfüber. Warum die Taktik? Dann, weil es dann vielleicht schneller geht, weil ich ein bisschen Schwung habe. Ich habe auch das Gefühl, du warst auf jeden Fall die Schnellste auf der Schlitterbahn. Die Frage ist, merkt man das in der Gesamtzeit? Wir gucken mal drauf auf die Zeit. 33 Sekunden, das heißt aktuell Platz 2, Gina. Richtig gut. Du musst mir bitte den nächsten Kandidaten ziehen. Hast du dafür noch die Power? Ja. Wer muss ran? Selim. Herzlich willkommen bei Krassnass. Schön, dass du dabei bist. Du stehst auf Action. Das heißt, Krassnass ist genau die richtige Sendung für dich. Und du bist ein extrem sportlicher Typ. Welche Sportarten treibst du denn so? Fußball und Leichtathletik mache ich. Und du bist auch ein sehr teambegeisterter Typ. Das heißt, du drückst allen die Daumen. Kannst du mir das erklären? Ja, das hat man beim Fußball zum Beispiel auch beim Team, dass man da für jeden halt ist, dass jeder die Chance verdient, irgendwie zu gewinnen. Ich bin sehr gespannt, wie schnell du bist, Selim. Es geht los. Achtung, fertig, krass, nass! Selim ist ein echter Teamplayer. Das ist eine ganz tolle Eigenschaft. Aber krass nass, das bedeutet auch, für sich selber die beste Zeit rauszuholen. Auch er nimmt eine Schaumpackung mit und macht sich auf den Weg zum Monsterpool. Er ist ja einer der größeren Kandidaten bei uns. Könnte ein Nachteil sein. Ja, leichte Probleme hinten auf allen Vieren. Wird das trotzdem eine gute Zeit? Das wird ganz, ganz knapp. Selim, mein Lieber, wie war's für dich? Gut eigentlich. Und da gab es diesen kleinen Ausrutscher, der hat Zeit gekostet. Was ist da passiert? Ich bin halt ausgerutscht mit dem Schuh. Du hast trotzdem eine sensationelle Zeit abgefeuert und zwar 31 Sekunden Platz 2. Sehr gut. Dürfte ich dich bitten,
den nächsten Kandidaten zu ziehen. Wer muss ran? Franziska. Die Franziska ist die nächste Kandidatin. Wie hast du dich vorbereitet? Also ich war viel mit Freunden im Dorf unterwegs und auch so unterwegs. Dann bin ich auch noch mit meiner Freundin Fahrrad gefahren, ein bisschen gelaufen und über den Heimberg Kühe einfangen. Liebe Franziska, Achtung, fertig, krass, nass! Habe ich das gerade richtig verstanden? Kühe einfangen gehen als Vorbereitung auf krass nass? Also zum Glück gibt es keine Kuhfladen auf der Schlitterbahn. Das könnte nämlich gefährlich werden. Die Bauchtechnik hat sich mittlerweile durchgesetzt. Lässt es jetzt etwas langsamer angehen. Zuppelt sich dann noch die Schoner zurecht. Ist auch hier etwas zu langsam auf den Matten. Muss schnell auf alle Viere runter und kommt ins Straucheln. Aber Franzi beißt sich durch. Nur noch wenige Meter bis ins Ziel. Komm, komm, komm. Pitsche, patsche, nass kommt sie bei mir an. Franzi, komm nach vorne. Mensch, du hast ja gut was vom Monsterpool hier mitgebracht, gell? Was war denn eine Taktik beim Monsterpool? Eher auf allen Vieren, oder? Ja, also ich wollte am Anfang auf allen Vier krabbeln. Aber dann habe ich gedacht, weil die anderen auch gelaufen sind, schaffe ich das. Und dann bin ich kurz ausgerutscht und dann habe ich mich doch für die andere Taktik entschieden. Und es hat auf jeden Fall ein paar Sekunden gekostet am Ende, aber die Zeit immer noch im grünen Bereich. 40 Sekunden hast du gebraucht, Franzi. Ist noch alles drin? Hast du Lust, für mich bitte den nächsten zu ziehen? Such dir eine Ente aus. Wer muss ran? Ben. Der Ben darf. Du darfst gleich als nächstes ran und du bist überzeugt davon, dass ein Junge gewinnt. Warum das denn? Weiß ich nicht. Ich schätze einfach, mein Gefühl sagt so. Achtung, es geht los, lieber Ben. Achtung, fertig, krass. Krass! Oha, oha, große Worte von Ben. Wir dürfen gespannt sein, ob er das richtige Gefühl hat, vor allem für den ersten Parcours. Fast ein Kopfsprung die Schlitterbahn runter. Aber alles gut gegangen. Hat eine kleine Schaummaske verpasst bekommen, kann kaum mehr was sehen. Jetzt geht's in kleinen, schnellen Schritten über die Matten. Und da muss die Schiedsrichterin zum ersten Mal eingreifen. Was ist da passiert? Ben! Komm, mach mal den Schaum aus den Augen, mein Lieber. Siehst du mich? Ja. Hast du noch ein bisschen Kraft, um mit mir zu reden? Noch Atem da? Ja. Ben, es gibt leider von unserer Schiedsrichterin 5 Strafsekunden, weil du irgendwie zu lange auf der Matte gelaufen bist. Was ist da passiert? Also ich hab's voll vergessen, dass ich zu krabbeln auf die 4 Beine musste. Einfach verrafft. Gut, das passiert, weil du einfach so drin warst im Tunnel, oder? Dementsprechend auch die Zeit. Du hast eine Zeit von 34 Sekunden. Das heißt, der liebe Ben steht aktuell auf Platz 5. Zieh uns den nächsten Kandidaten. So, wer darf ran? Lea ist die nächste Kandidatin und du isst gerne Salat? Ja. Warum? Weil es lecker ist. Und vor allem gesund, denn man muss ja in Topform sein hier. Sag mal, wie hast du dich vorbereitet? Ich war 4-mal in der Woche im Judo und ich hoffe, das reicht. Das reicht mit Sicherheit. Viel Glück, Lea. Achtung, fertig, krass, nass. Lea scheint also bestens vorbereitet auf die Herausforderungen bei Krasnas 2017. Ein bisschen Salat, na hoffentlich gibt das genug Power hier für den ersten Parcours. Titscht da leicht an die Wand, ob das Zeit gekostet hat? Normalerweise schickt sie ja ihre Gegner beim Judo auf die Matte, jetzt muss sie selber runter auf die Matte. Und zum Abschluss gibt's die kleine Judo-Rolle wunderbar von Lea. Ja. Ich glaube, es lohnt sich, wenn man Salat isst, da kriegt man ordentlich Muckis. Gut gemacht. Wie war's für dich? Du bist recht schwungvoll da eben aus dem Pool raus mit so einer Rolle. Was war denn das für ein Kunststück? Nein, ich konnte einfach nicht mehr aufstehen. Das sieht klasse aus. Hat sich auch gelohnt in der Zeit. Wollen wir mal drauf schauen? Ja. Deine Zeit ist 33 Sekunden. Zieh unseren nächsten Kandidat oder Kandidatin. Niklas. Der Niklas darf ran. Bim, 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 bim. Niklas. Niklas steht jetzt bei mir, denn er ist der Nächste. Und wie lautet dein Motto? Augen zu und durch. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Achtung, fertig, krass, nass! Augen zu und durch, schön und gut. Aber ab und zu sollte man die Augen geöffnet haben. Denn unseren Parcours schafft man nicht mal ebenso mit links. Da muss man schon richtig hellwach sein. Nimmt hier die geballte Ladung Schaum mit. Jetzt Richtung Pool. Auch er geht früh auf alle Viere.
Das kann entscheidende Sekunden kosten, aber da macht man immerhin hinten keinen Fehler. Jetzt die letzten Meter für Niklas. Das wird eine gute Zeit. Niklas, stark gemacht. 33 Sekunden und 89 Hundertstel. Zufrieden damit? Ja, kann aber noch besser sein. Aber das bedeutet natürlich auch, dass du zwar kein Tagessieger wirst, aber du musst auch nicht auf Schleuder. Genau. Du bist auf jeden Fall morgen wieder mit dabei. Lass uns den nächsten Kandidaten oder die Kandidatin ziehen. Und wer muss? Die Jojo ist jetzt dran. Liebe Jojo, Achtung, fertig, krass, nass! Jojo ist unsere 9. Spielerin am ersten Tag von Krassnass 2017. Sie ist ziemlich sportverrückt, Fußball, Skateboard, Trampolin, Parkourlaufen. Also, das klingt wirklich bestens vorbereitet für diese Show. Was zeigt sie uns jetzt am Monsterpool? Kommt da auch leicht ins Straucheln, aber fängt sich jetzt auf allen Vieren. Das kostet ein paar Sekunden. Eine Topzeit wird das wahrscheinlich nicht. Auf den Buzzer, auf den Buzzer. Puh, alles gegeben, Jojo. Deine Zeit 35 Sekunden, 43 Hundertstel. Siehst du mich, trotz des ganzen Schaums? Hat Spaß gemacht. Ja. Ja. Platz 8 aktuell für dich. Bist du zufrieden damit? Ja. Wir haben ja vorhin gehört, der Ben hat ja so frech gesagt, hier gewinnt auf jeden Fall ein Junge. Siehst du das auch so? Nee. Wer gewinnt hier? Die Mädchen. Die Mädchen. Aktuell haben wir zwei Mädchen auf dem Schleuderrad, nämlich die Jojo gegen die Franziska. Kann sich aber alles noch ändern. Bitte einmal ziehen. Ach, Captain Krassnass. Darf unser Captain einmal ziehen? Ja. Komm, bitte, Captain einmal ziehen. Aber die Jojo sagt, wer ran muss. Und zwar? Der Silas. Silas ist der nächste Kandidat und auch er hat sich richtig krass vorbereitet. Ja, ich habe mich so vorbereitet, indem ich wie ein Schwimmbad gefahren bin und draußen auf dem Trampolin mit meiner Schwester oft geübt habe. Das klingt wunderbar. Strebst du eher so die Top 5 oder eher die Top 3 an? Ich weiß es noch nicht. Na gut, dann zeig uns doch jetzt mal, wie schnell du bist. Achtung, fertig, krass, krass! Viel Zeit im Schwimmbad, das hilft vielleicht im Monsterpool. Aber erstmal geht es auch für Silas, die Schlitterbahn hoch. Wie alle anderen Spieler auch, macht er das klasse. Noch keiner ausgerutscht, noch keiner runtergepurzelt. Aber das ist jetzt doch etwas langsam, wie er da runterkommt. Jetzt muss Silas einen Zahn zulegen. Auch im Monsterpool nicht optimal. Er ist da etwas zu vorsichtig. Kann am Ende auch nicht mehr die nötigen Sekunden rausholen. Und einmal bitte High Five geben, mein Lieber. Komm zu mir. Was war denn da auf der Schlitterbahn los? Bist du dir irgendwie an die Seite gekommen? Ja, ich glaube schon. Bin ein bisschen nach links irgendwie. Hat Zeit gekostet, aber trotzdem, wir schauen auf die Zeit. 40 Sekunden. Das heißt, du bist im Moment Vorletzter, musst wahrscheinlich auf das Schleuderrad. Bist du vorbereitet? Ja, kommen auch noch zwei. Genau, kann natürlich sich alles noch ändern, sehr, sehr richtig. Und du ziehst jetzt auch die nächsten Teilnehmer. Wer darf denn jetzt antreten, Silas? Zwei Entchen hätten wir noch zur Auswahl. Und wer ist das? Der Tim. Genau, der Tim muss ran. Tim! Endlich ist es soweit. Du hast dich ewig lang vorbereitet. Krassnass ist jetzt am Start. Du bist jeden Tag 14 Kilometer Fahrrad gefahren. Ganz schön krass. Oder war das eine leichte Übung für dich? Es geht so, weil ich es eh seit 2-3 Jahren jeden Tag mache. Ist der Schulweg halt. Ach so. Ich hoffe, dass das halt mich stärkt. Und ich denke, mehr muss ich mich nicht vorbereiten, weil mehr werde ich nicht brauchen. Hallo, 14 Kilometer, natürlich reicht das. Also ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen und wünsche dir ganz viel Spaß, Tim. Achtung, fertig, krass, krass. 14 Kilometer auf dem Fahrrad und das jeden Tag? Respekt, Tim, da würde mir regelmäßig die Puste ausgehen. Bei Tim kommt die Fitness von ganz allein. Wenn er unter 40 Sekunden bleibt, dann ist er auch in der zweiten Show dabei. Das ist aktuell die Zeit, die er erreichen muss. Und das sieht hervorragend aus. Das wird sogar eine Zeit unter den besten 5. Da lege ich mich jetzt schon fest. Oh, Tim, mein Lieber. Hey, das war eine richtig gute Zeit.
Ja, es war relativ anstrengend und da hinten bei der Rutsche bin ich am Ende hängen geblieben. 31 Sekunden und 92 Hundertstel. Platz Nummer 3. Richtig gut gemacht, mein Lieber. Stark. Platz 3 zieht natürlich auch unsere nächsten Teilnehmer. Ist nur noch einer drin. Wer fehlt? Die Vicky. Vicky, viel Spaß. Vicky, du bist die Nächste. Beschreib dich doch mal schnell in 3 Worten. Soll ich es für dich übernehmen? Ja. Gut. Du bist sportlich, lustig und hilfsbereit. Stimmt das? Ja. Was findest du schwieriger, Schlitterbahn oder Monsterpool? Monsterpool. Gut, dann drücke ich dir besonders für den Monsterpool die Daumen und sage einfach mal, Achtung, fertig, krass, nass! Das sportliche Vorbild von Vicky ist Usain Bolt, der schnellste Mann der Welt. Und sie ist fast genauso flink wie der Sprinter unterwegs. Kriegt da auch nochmal eine Ladung Schaum ab? Kein Problem für Vicky. Und das macht sie fantastisch auf dem Monsterpool, auf den Matten, geht richtig runter und das könnte der Tagessieg werden. Der Buzzer, der Buzzer! Vicky! Sag mal, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Vicky. Was glaubst du, ist gerade passiert? Du bist noch völlig außer Atem. Ich auch. Keine Ahnung? Soll ich dir sagen? Du bist Platz Numero... Nein, du bist Platz Nummer 1! Saustark! Vicky, bleib doch mal bei mir! Vor allem bei der Schlitterbahn, da sieht man, es gab hier Kandidaten, die haben versucht, dem Schaum so ein bisschen auszuweichen. Du hast gesagt, nicht meine Taktik, ich gehe da voll durch. Und dadurch wird man schneller durch den Schaum, oder wie war das? Ja, ich bin einfach durchgegangen. Es gibt ja diesen Spruch, das Beste kommt zum Schluss, aber das hat heute bei Krass Nass auf jeden Fall gestimmt. Tobi, ich muss dich bitten, Platz zu machen für unsere Tagessiegerin hier. Ich habe die große Ehre, die Medaille an unsere Tagessiegerin zu verteilen. Bitte schön. Die ist für dich. Du kannst es dir kurz gemütlich machen und den Strandkorb genießen. Und wenn ihr zu Hause auch auf Vicky getippt habt, dann geht nach der Sendung unbedingt auf krassnass.de, um zu gucken, ob ihr zu den Gewinnern gehört. Ja, also so viel zur Siegerehrung. Leider ist es bei Krass Nass auch so, dass uns jede Folge jemand verlassen muss. Es kommt zum direkten Duell auf dem Schleuderrad. Und zwar zwischen Silas und Franziska. Wird es ernst? Franzi und Silas müssen aufs Schleuderrad. Ihr nehmt bitte beide da oben Platz. Ihr dürft euch nicht festhalten. Captain Krass Nass wird euch auch ein bisschen ärgern. Lasst euch nicht irritieren vom Wasser. Wer zuerst runterfällt, der muss leider heute schon nach Hause gehen. So ist es leider. Ihr zwei, ihr dürft schon mal aufs Schleuderrad gehen. Wir drücken euch beiden die Daumen. Wir drücken euch beiden wirklich die Daumen. Achtung, fertig, Krass Nass! Das Schleuderrad, der Klassiker, ist wieder da. Und ganz wichtig, man darf sich nicht festhalten, man darf sich nicht mit den Händen abstützen, sonst ist man raus. Silas gegen Franzi, Captain Krass Nass, macht es den beiden auch nicht einfacher. Noch dreht sich das Schleuderrad in einem angenehmen Tempo, aber es nimmt an Fahrt auf. Und da kommt Silas ins Staucheln und er ist mit der Hand am Boden. Die Schiedsrichterin Rebecca hat abgepfiffen. Man hat es kaum gesehen. Wir gucken aber noch mal rein in der Slow Motion. Ich glaube, da hatte der Silas tatsächlich die Hände unten, oder? Am Schleuderrad. So ist es. Er hat sich kurz festgehalten. Das bedeutet, Franziska hat es geschafft. Sie bleibt dabei bei Krass Nass. Silas, du hast gekämpft. Du hast so viel Gas gegeben. Da war so viel möglich. Trotzdem vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast, ja? Leider müssen wir uns jetzt von dir verabschieden, aber es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und wenn ihr wissen wollt, ob ihr heute gewonnen habt, dann geht auf krassnass.de. Da gibt es übrigens noch Backstage-Material. Genau, und ihr könnt natürlich sehen, ob ihr unseren Preis gewonnen habt. Irgendeinem muss ja dieses leckere Eis am Stiel, also diese Luftmatratze, gehören. Erfahrt ihr online. Wir sehen uns wieder morgen. Und dann heißt es wieder Krass Nass!